Wo haben wir dich? Wo haben wir dich, mein Freund? Da oben stehst du doch. Onward. On the way. So, genau, vorwärts, immer vorwärts. Nur nicht aufgeben, niemals zurückblicken. Ich würde sagen, trotz der Konföderation sieht die öffentliche Ordnung noch überall sehr, sehr schön aus. Na? Überall ansteigend. Das ist sehr schön. Von Vorteil. So, jetzt dürften wir eigentlich theoretisch alles bewegt haben, was es zu bewegen gilt. Dich noch nicht ganz. Nee, du warst da in der Feste drinne. Ist allerdings richtig. Beziehungsweise, ja, wir haben eh kein Geld dafür. Beenden wir die Runde. So. O-Zapfel. O-Zapfel ist? Oder irgendwie sowas. Eine Errungenschaft freigeschalten. Freigespielt. Er spielt, wie auch immer, was auch immer. Zapfel ist. Oh, was denn jetzt? Militärischer Zugang. Tilea. So, im Krieg mit den Wagea, Skellinger und den Chaoskriegern. Na, euch gönnen wir doch den Zugang. Immer rein in unser Land. Solltet ihr uns in den Rücken fallen, gibt's eine fette Klatsche. Wo willst du denn jetzt hin hier? Nö, nö. Verstehe ich jetzt nicht ganz, um ehrlich zu sein, wo der da in den Süden marschieren möchte. Naja, warten wir es ab. So wirklich viele Chaoskrieger gibt es auch nicht mehr, wie es aussieht. Und es wäre echt schön, wenn die Menschen mal hier langsam anfangen. Und schlägt er die bitte, bitte? Scheinbar ja, die rennen weg. Sehr schön, dass der deine Streitmacht positioniert hat. Wir haben eine Streitkraft der Fraktion Vaga beim Versuch entdeckt, einen Hinterhalt in Weißem und Mindelland zu legen. So, diplomatische mit den Charakzifliehen. Ja, gut, brauchen wir erstmal nicht die Diplomatie, sag ich mal. So, was treiben die hier hinten? Gut, aber hier sind zwei Armeen des Imperiums, von daher dürft ihr nicht allzu viel Unruhe kommen. Was mich jetzt interessiert, ist ja, wo haben wir denn jetzt die Ork-Armeen? Die sich hier. Ach, da ist in den Süden gezogen. Elf, 14, das Ding sollten wir theoretisch gewinnen. Dadurch, dass wir doch noch Verbündete haben. Warte mal, Bewegung abbrechen. Auch dass ich hier den richtigen treffe, nicht dass ich hier den falschen treffe. Karsnak Mörderer, Krieg erklären, ja. So, zieh. Beistand erbitten. So, und jetzt gibt es hier eine Klatsche, mein Freund. Das Ding können wir auch automatisch generieren lassen. Ne, gehen wir auf die Führerschaft. Die rennen weg und wir werden den hoffentlich nochmal hinterher rennen können. Das können wir und jetzt können wir sie komplett ausradieren. Zack. Ach was, immer noch nicht. Die wollen noch nicht aufgeben oder was? Doch. Wunderbar. Ich dachte jetzt schon, da immer noch ein paar vereinzelt Überlebende waren. So, mal gucken. Garsnag-Mörderer. Wunderbar. Fraktion vernichtet. Was ist jetzt hier mit dir los, mein Freund? Wir schauen mal, wenn wir. So, wartet mal. Ihr sprintet hier erstmal aus dem korrumpierten Gebiet bitte raus, würde ich sagen. Beziehungsweise könnten wir. Das könnten wir theoretisch natürlich machen. So, wartet mal, dann machen wir mal hier was. Die stellen wir hier auf. Und Rebellen der Vampirfürsten. Ja, die müssen wir erstmal niederschlagen. Zack, auch die werden vernichtet. Glimpflich. Hier scheint die öffentliche Ordnung so ein bisschen im Eimer zu sein momentan. 950, wir gehen auf Führerschaft. Wunderbar. Und wie sieht's jetzt hier mit dir aus? Schafft eure Armee das Ding noch? Wunderbar, selbst zu dritt.
Torgrim geräubert, reißt hier alles nieder. Naja, immerhin. So, 3000, dann reißen wir es lieber nieder. Waffenstärke, Einkommen aus Eisen und Goldminen, sowohl lokalen Regionen. Das ist zwar sehr schön. Können wir mit ihm jetzt noch... Nee, können wir nicht, aber hier gibt es auch scheinbar keine Korruption mehr. Beziehungsweise interessiert es die Einheiten hier nicht allzu doll. So, die belassen wir hier mal schön zusammen alle. Mit euch gibt es jetzt ein Attentat, eine 25%ige Chance, ist egal. Ich will es versuchen. Gescheitert. War klar, aber kein kritischer Scheiterung. Wieso guckst du hier runter? Was ist denn, wenn wir ins Tunnelnetzwerk gehen? Dann kommen wir sogar bis hierhin. Und dich, mein Freund, können wir im Tunnelnetzwerk natürlich auch nachziehen. Kommt da nicht ganz so ran. Ist ein bisschen enttäuschend. Oh, da hat uns was abgefangen. Und zwar die Vagier, wenn ich es richtig sehe. Scalinger. Gut, scheiße, das Ding haben wir auf jeden Fall verloren. Damit ist unsere eine Armee von Harrik kaputt gemacht worden. Verdammte Axt. Besiegt die Armee des folgenden Kommandanten in der Schlacht, Feldmann Bla. Ach, das war sogar der, den ich hier angreifen möchte. Okay. Dann soll es nächste Runde so sein. Ich habe da momentan irgendwie alles auf einen Punkt konzentriert. So, mein Freund, auch du kommst jetzt hier nach vorne, bitte. So, ein weiser Plan, selbstverständlich. Hier ist alles korrumpiert. Du hast gerade nichts zur Verfügung, dass ich hier was gehen könnte. Was schon so ein bisschen ärgerlich ist. Tja, hier ist aber wirklich alles korrumpiert. Wir werden mal gucken, dass wir die hier nach oben ziehen. Dass wir die hier mit Olle Imschek zusammenschließen können. Keine Katapulte hier, kein Nichts. So richtig, wir haben ja hier was abgebrochen. So, das reißen wir hier ab. Damit wir hier dann demnächst die Katapulte noch bauen können. Der hatte auch keine richtig. Nee, hat er nicht. Wir mussten dann da oben für die lange Kampagne. Jetzt müssen wir allerdings erstmal gucken, dass wir hier... Wunderbares Hauptgebäude. Dafür ausbauen. Ja, wir müssen gucken, dass wir hier ein bisschen Land gewinnen und jetzt demnächst mal die Nordmänner hier vertreiben können. Das Krieghornberg, blablub. Hier gibt es nirgendwo mehr was zu bauen, das ja. Doch, hier hinten können wir noch was bauen. Was bauen wir hier? Das hier könnten wir noch bauen. Befindet sich zwar alles im Süden. Ist allerdings nicht so schlimm. Wir kommen ja schließlich alle aus dem Süden. Kadrin. Wunderbar, der hat hier... Das hat er voll. Führerschaft, Geschossresistenz braucht er nicht. Dann lieber, dass die Karos-Korruption weniger sich verbreiten kann. Und Kador... Dem ebenso, der hat hier unten schon alles. Kriegt dann noch mehr Leben. Zack. Wohlverdient, muss man sagen. Wohlverdient. Jo. Das war's auch wieder mit der Runde. Ich hoffe ja, dass wir hier oben den Nordmann gleich noch kriegen. Einen der Scarlinger, der uns gerade die kleine Streitmacht vernichtet hat, die er im Tunnelnetzwerk abgefangen hat. Ich hoffe es ja so sehr. Ah, da verzieht er sich auch.
Bin mal gespannt, wo Acharon gleich wieder auferstehen wird oder wiederkommen wird. Die Schweine haben so einen Teil vom Imperium vernichtet. Da auch, wie es aussieht. Die scheinen hier einiges zu überrennen. Das Gemeine ist ja, dass die Minimap ausgeblendet ist, währenddessen man hier in diesem automatischen Modus ist. Schwarzhafen ausgelöscht, von der Fraktion bleibt nur das schallende Gelächter. Wunderbar. Groll abgebrochen, warum das denn jetzt? Okay. Der ist weg, der Beste, wahrscheinlich deswegen. Da ist er ja, Acharon, der ewig Auserwählte. Na, so ein dummer Zufall. Wartet mal, wenn wir denn auf Sprinten gehen. So, mein Freund, ihr müsst euch hier erstmal regenerieren. Wir lassen die Kollegen hier erstmal alle normal hinlaufen und versuchen uns dann gleich Acharon zu schnappen. Wobei, der braucht nicht regenerieren. Der ist der Hochkönig. So, hier jetzt schön mit fetten 4 Zwergenarmeen anmarschieren. Ihn kriegen wir leider auf gar keinen Fall mehr. Beziehungsweise. Auch hier sind es nur 25%, aber wir versuchen es. Jawohl, Attentat erfolgt. Wunderbar. Schön, hast deine Sache schön gemacht. So, mein Freund, du kommst hier auch langsam nach oben. Ach, hier haben wir ja noch jemanden. Ah, Meistermechanikus. Der steht da einfach nur so rum. Der Hund. Hier, komm, ein bisschen Zwergenbier. Wo haben wir denn noch? Wir haben doch hier noch irgendwo eine Streitkraft gehabt. So, die sind hier natürlich auch ziemlich grenzwertig. Da werden wir auf jeden Fall die Tore aufbauen. Ah ja, hier haben wir sie. Auch ihr zieht in den Krieg. Mit eurem kleinen. Mit eurer kleinen Armee. Was ist denn hier los? Grenzgrafen werden von Rebellen der Grenzgrafen angegriffen. Verbündete Karagnoren. Zwerge, wo wollen die denn jetzt hier eigentlich hinmarschieren? Die wollen wahrscheinlich den Grenzgrafen da helfen. Hier oben alles korrumpiert. So, einmal hier hin marschieren bitte. Wie sieht's denn aus? Könnt ihr hier? Nee, immer noch nicht. So, wir brauchen hier dringend mal für ein bisschen Artillerie sorgen. Die Armee hier würde ich schon ganz gern so zum Ausspähen nehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das machen wir einfach mal. Lassen wir mal hier ein bisschen rennen. Damit wir die anderen beiden gleich hinterherziehen können. Hier
Hier hinten bitte, genau so, dass du da keinen Verschleiß hast. So, Essen ist noch niedergeprügelt. Haben wir hier irgendwas? So, zu bewegen ist nichts. Haben wir noch Ungrim? Der steht aber so, wie er stehen soll. Der Meisterschlechter. Wunderbar, der kriegt erstmal noch die Rüstung. Das ist der, den wir gerade bewegt haben. Alles klar. So, dann war es das auch wieder mit dieser Runde. Und gleich gibt es hoffentlich den großen Kampf gegen Ashaon. Den Auserwählten. Mal gucken. Oder ob er da in seiner Festung gleich fliehen wird. Da rennt er runter. Beziehungsweise da reitet er runter. Scheinbar sind die vier Zwergenarmeen doch ein bisschen zur Fülle. Mal gucken, was die Vagär gleich machen werden. Oh, da kommen sie auch mit Schiffen. Ja, da fällt mir ein, ich hätte eventuell auch mal mit den Schiffen vorrücken können und von oben rankommen können. Habe ich bisher irgendwie gar nicht genutzt. Winde der Magie interessieren uns nicht. So. So, die kümmern sich, hoffe ich, da unten rum. By the King's command. Forwards. So, wo ist hier unten das Erschauen? Oh, der wird ja hier wahrscheinlich gleich Terror machen. So, mein Freund. Ein unerfahrener Teilen ist nicht ganz so schön. Aber eventuell besser als gar nichts. So, gescheitert, okay. Wo sind jetzt hier die Vagär hin? Das hier dürfte ein Verbündeter sein, neutrale Armee von Wiesenland. Thorgrim Grollbart. Na nur, komm schon hier. Ja, ja. Jetzt kommen die Zwerge hier, mein Freund. So, und danach werde ich dann mal gucken, wenn wir schon hier unten sind, können die Armeen hier auch gleich eventuell regenerieren. So, ab in den Combat, genau. So, wäre echt mal schön, wenn die hier mal was gebacken kriegen würden. Was mache ich denn jetzt hier mit der Zwergenstreitkraft? Da kann ich nicht viel mitmachen. Rekrutieren können sie auch nicht viel. Bin ja fast dafür, dass wir die hier irgendwo positionieren, beziehungsweise einfach mal stehen lassen. Und wir können neue Forschung betreiben. Dum, 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 dum. Was gibt es denn? Reichweite. Ach ja, genau, da sind wir stehen geblieben. Geschossschaden für Eisendrachen haben wir kaum welche. Rekrutierungskosten für Langbärte reduzieren. Wir haben momentan so viel Geld, da ist es eigentlich egal. Führerschaft plus 5 für Kommandanten und hinzugefügte Helden. Nahkampf für 3 für Kommandanten und hinzugefügte Helden. Ja, machen wir für die Flammkanone und für die Gyrokopter eine erhöhte Reichweite, würde ich eher sagen. Zack. So, weil ich gehe von aus, Ashaon will hier unten jetzt einen Stunk machen. Irgendwie an den Zwergenfestungen. Soll er es versuchen, wenn er der Meinung ist, er hat Glück. Dann muss er es machen. Wir müssen
mussten wir denn hin? Hier nach Norden. So. Forwards. Forwards. Was haben wir denn hier? Das ist doch niedergerissen, oder? The Slayer in me seeks death. Ja, wobei ich die hier schon ganz gerne fast stehen lassen wollen würde. Let us begin. Okay, geht noch nicht. Es braucht noch eine Runde. Dich können wir aber schon mal ausbauen. Ja, ich würde eher dann momentan so zur Defensive tippen, dass wir mal kurz warten, was Asharon macht und in der nächsten Runde mal überrennen werden, wenn wir ihn dann kriegen sollten.